los, Doc. Miss Stillman besteht darauf, Ihnen eine Pause zu gönnen. Was? Brauchen keine Pause. Brauche ich nicht. Pausen sind was für Schluffis. Bist du ein Schluffi? Ich bin kein Schluffi. Bist du ein Schluffi? Ja, Träume. Der nächste Morgen, schon wieder. Gehen wir, Mr. Miles. Die Zeit drängt. Dass er auch immer in Klamotten schlafen muss, ne? Armer Mr. Miles. Ab wieder auf den Tisch. So. Wo ist Lucy? Keine Sorge, sie wird bald bei uns sein. Also warum tun Sie das, Doc? Was hoffen Sie damit zu erreichen? Haben Sie in letzter Zeit ferngesehen oder eine Zeitung gelesen? Nee. Sowas hat mich nie interessiert. Dann gebe ich Ihnen die Eckpunkte. Okay, danke. Die Welt ist ein Dreckloch. Mhm. Erbärmlich, wirklich. Sie haben es doch selbst gesehen. 1000 Jahre liegen zwischen Ihnen und Ihrem Vorfahr. Aber die Gesellschaft ist noch genauso barbarisch. Genauso dumm. Mhm. Worauf wollen Sie hinaus? Ordnung, Mr. Miles. Die Welt braucht Ordnung. Das ist es, worauf wir hinarbeiten. Und das ist es, wobei Sie uns helfen. Ich soll glauben, dass Sie eine bessere Zukunft aufbauen wollen? Das ist genau, was wir tun. Die menschliche Rasse schreit nach Führung. Sie wollen wissen, warum Sie hier sind, was von Ihnen erwartet wird. Nun, wir werden es Ihnen sagen. Mhm. Und wenn Sie erst wissen, wie Sie Ihr Leben zu führen haben, wird alles besser. Na, alles besser klar. Wie? Das Ende aller Konflikte, großer und kleiner. Habt ihr Assassinen nicht dafür gekämpft? Frieden in allen Dingen? Nein. Ich sagte doch, ich bin kein Assassine. Ach ja, richtig. Ich sehe immer noch nicht, wie ich da hineinpasse. Bald, Mr. Weil Miles. Weil du die Erinnerung hast, passt du da rein, Sie du es verstehen. Packen, Alter. Oder auch nicht. Das reicht doch es schon, oder? Also egal. Zu dem Zeitpunkt weiß Solange man natürlich nicht zeigen, mehr, aber... Wo es ist. Du hast die Erinnerung, wo das was heißt. Ist? Sorry, ich bin spät dran. Sind wir soweit? Ja. Wo was ist... Lucy. Darf ich jetzt reinlegen? Na endlich. So. Ab ins Bett und dann können wir gleich weiter pennen. Wo ist Lucy? Ich sehe sie nicht. Ich bin blind. So. Einmal fortsetzen, bitte. Benutzen Sie die befreiten Partisanen, ups, um Verfolger auf... Ja, ja. Partisanen befreien. Ihr habt euch bewährt, alter ihr. Und ich bin voller Zuversicht, dass dies nur der erste von vielen Erfolgen war. Tamir schien euch gut zu kennen. Er deutete an, dass mein Auftrag von Bedeutung sei. Bedeutung erwächst nicht aus einer einzelnen Tat, sondern aus dem Zusammenhang, in dem sie steht. Aus den Folgen, die sie nach sich zieht. Sollte ich noch mehr erfahren? Alter ihr, euer größter Fehler war der, zu viel zu wissen. Wenn ich Wissen zurückhalte, dann nur, damit ihr einen solchen Fehler nicht ein zweites Mal begeht. Ach, verstehe. Komm. Ihr versteht wird nicht. Noch früh genug erfahren. Und so wird es bleiben, bis ihr eure Lektion gelernt habt. Bla bla bla. Trotzdem habt ihr euch gut geschlagen. Und dafür werde ich euch befördern und einen Teil eurer Ausrüstung zurückgeben. Geil, Alter. Akon oder Jerusalem. In beiden Städten sind Männer, die eurer Aufmerksamkeit bedürfen. Mhm. Unsere Verbindungsleute können euch mehr darüber berichten. Ja, dann los. Lass uns keine Zeit verlieren. Hab ich noch irgendwas? Nee. Ja. Konterkill. Doch. Konterkill ist gut. Aber gleich einfach nochmal. Jolle. Ja, je. Mit ihr. Alter, ich ihr, mich dünkt meine Schüler verstehen nicht ganz, was es heißt, deine Klinge zu führen. Vielleicht mögt ihr ihnen zeigen, was ihr wisst. Ja, komm. Mach hin. Und tschüss. Ja, komm. Ihr seid beschäftigt. So.
Heide. Ja, Konterangriff darf ich jetzt, das ist schön. Dann kann ich vielleicht auch die Templer. Bisschen machen, ne? Das wäre geil. So, aber leider muss ich immer noch hinreiten, was ein bisschen schade ist. Ich glaube, dieses Wochenende nehme ich mir, glaube ich, mal die Zeit und dann mache ich alle Aussichtspunkte und spiele die erste Sequenz nochmal durch. Und zwar mit allen Nebenmissionen teilen. Dann kriegen wir auch DNA-Synchronisation. Das müsst ihr ja nicht mitbekommen. Das ist ein schöner bisschen. Oh. Warum werde ich eigentlich beobachtet von meinen eigenen Leuten? Was soll das eigentlich? So. Galoppieren wir nach Jerusalem. Da ich die Karte nicht aufgedeckt habe, ist es ein bisschen blöd. Könnte man vielleicht noch machen. Was haben wir hier denn auf der Karte noch, ne? Nichts mehr. Na gut, es reicht. Es reicht aber allerdings. Hier würde ich es gerne sehen. Hier, wie ihr wisst, hier ist ja noch okay, aber ist dann gleich. Könnte man ein bisschen mehr Karte vertragen. So, da macht es Portalos. Los Portalos. Ding, 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 ding. Greifen Sie weit entfernte Feinde mit Wurfmessern. Ja, mach ich. Könnte man versuchen, gegen so einen Typen zu kämpfen. Schon mal, da unten sind schon die ersten Leute, die mich beobachten. Das sind aber, es sind noch Assassinen, ne? Was ich ein bisschen merkwürdig finde. Also, Jerusalem oder das andere? Damaskus, Jerusalem nach Akkon. Akkon ist das mit dem Riesenturm. Aber ich gehe zuerst nach Jerusalem. Ich gehe zuerst nach Jerusalem. Danach können wir immer noch nach Akkon. Werden wir sehen, wie es läuft. So, ich denke mal, ich muss hier abbiegen. Und immer schön Richtung Jerusalem latschen. Reiten. Checkpoint erreicht. Naja, das ist annehmbar. Dann reite ich hier von einem Ding zum anderen. Hätte ich da hoch müssen vielleicht? Ich glaube, ich hätte da hoch müssen. Nee. Hätte ich nicht. Das war falsch. Geht's hier wieder runter? Scheiße, jetzt weiß ich nicht, wo ich bin. Okay. Das war nicht gerade einer meiner besten Züge. Aber ich habe so eine blöde Flagge bekommen. Jetzt renne ich wieder zurück, ne? Was machst du eigentlich hier? So da lang? Bisschen in die andere Richtung. So. Also, ich habe ja die verschwommene Karte, besitze ich ja. Das könnte reichen. Gelbrige! Ja, ihr könnt aber auch nichts gegen tun. Oh, das war nur so ein kleiner Ausritt. Warum bin ich den ganzen Weg zurückgerannt, Alter? Richtig unnötig. Ja, hochklettern werde ich jetzt auch nicht. Ja, das mache ich am Wochenende dann. Ist das wirklich da hoch? So weit hoch? Richtigen Weg? Nö, bin ich nicht. Ich gehe da trotzdem mal lang. Vielleicht kommen wir ja irgendwo hin. Behindert, dass ich die Karte nicht aufgedeckt habe. Du willst nicht, wir haben hier eine Sackgasse. Nee, da geht's nicht lang. Scheiße, das ist zwar eine. Dreck, das ist so eine Flagge, aber die lassen wir. Ich steige jetzt nicht extra vom Pferd ab. Ich muss nach Jerusalem und es muss es finden. Das ist so schlecht, ich hab so einen schlechten Orientierungssinn, es tut mir leid. Komm ich hier runter? Nee, ne? Ja, ist noch so ein kleines Dörfchen. Zum Kotzen! Wie komme ich nach Jerusalem? Hopp!
Geh mal da lang. Geh mal da lang.